schicken wir dich hin. Deine. Oh, deine rechte Seite ist weg. Ja, haben wir nur noch den einen, ne? Okay. Oh, wobei. Also, wenn da jetzt noch irgendwas aus dem Schatten rauskommt. Geh mal weiter so. Dann kannst du nicht auf ihn schießen, warum auch immer. Achso, du hast keine Waffen mehr. Yeah, geh einfach mal weg. Geh da oben, sollte eigentlich nichts sein, ne? Geh nach da oben. On my way, double time. Standing by. Und der Rest kann sich hier umdenken. Ja, du hast noch volle Panzerung. Ist alles ein wenig unausgeglichen. Du dahin. Roger. Auf ihn, Center Torso, ohne PPK, ohne Pulslaser, Feuer. Kampf und Weg. Und das scheinen jetzt alle gewesen zu sein. Das heißt, du gehst vor. Du gehst sowas von vor. Rest sprintet hinterher. Keine neuen Kontakte, bitte keine neuen Kontakte. Go ahead and run, Lady Kamea. You won't get far. Wir laufen nicht, wir haben. Shit assignment, so I can have the pleasure of hunting you down. And when I catch you, I will make you pay for the death of my son. Dum dum dum. Ihr Sohn war an Bord der New Grinch, nicht wahr? Darum geht es hier. Er war der Captain der New Grinch. Sie haben mit ihm gesprochen. Ich habe mir seinen Flugschreiber angehört. Ich habe gehört, wie sie seinen Tod befohlen haben. Falls das stimmen sollte, dann wissen sie auch, dass ich ihn zur Kapitulation aufgefordert habe. Er stand unter Befehl. Er hätte nicht nachgeben können. Und selbst wenn, was macht das für einen Unterschied? Nichts, was sie sagen oder tun, kann es wieder gut machen. Nur ihr Tod wird Genugtuung verschaffen. Nee, wird's nicht. Daher, Lady Aranu, werde ich sie jagen. Beten Sie, dass die Soldaten ihres Onkels sie vor mir erreichen. Ja gut, aber was mit dem Jagen ist so relativ, ne? Ich meine, wir haben alle seine Einheiten vernichtet. Aber er hat bestimmt noch mehr auf seinem Landungsschiff. Rauf, rauf. Und weg. Schön, okay. Alles klar, Lady Arano. Ich bereite den Rückflug zu Argo. Berechne den Rückflug zu Argo. Wir müssen zurück in den Hoheitsbereich der Restauration, solange wir noch können. Ich danke Ihnen, Miss Mayer. Und Ihnen, Commander. Sie haben mir das Leben gerettet. Sie beide. Da wäre ich mir nicht so sicher. Falls die Taurianer, meine Leute, auf der Seite des Direktorats stehen, dann weiß ich nicht, ob wir uns jemals wieder sicher fühlen können. Mission successful. Ja. So noch eine größere Fraktion gegen einen zu haben wäre. Aber hey, wir haben Atlas MK2 und eventuell noch die anderen Sternbund-Max. Ausgezeichnete Arbeit. Gut, 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 gut. Weiter. Moment mal, dürfen wir behalten? Alle? Nee. Nee, 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 nee. Die nimmt sie mit, ganz bestimmt. Awesome. Ja, awesome mitnehmen. Battlemaster mitnehmen. Nein, stopp, da ist ein Zeus komplett. Den nehmen wir mit. Zeus, 80, 80, 80. Sauber. Und sah ab sofort Schwester Mech. Beinmodifikation. Kosten 20.000. Nee, nee, nee. Nee, wir nehmen den. Wir nehmen den Awesome. Ich weiß, der Battlemaster ist 5 Tonnen schwerer, aber den Awesome, den mag ich einfach. Bestätigen. Ja, noch Krimskrams dazu bekommen, ist okay. Oh, Medium Laser plus plus. Ich will jetzt aber viel über meine MacBay sehen.
Nachbesprechung, ach was, Soldaten in die Krankenstation schicken, ach was, gucken, ob wir ein Atlas MK2 bekommen haben. Yeah. Oh nein, 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 nein. Das wird ab sofort ihr Signaturmech sein, mit dem man sie überall auf den ganzen Holowitz rumstolzieren sieht und und. Macht ja auch Sinn, allein vom PR her, dass die Anführerin der Restauration in dem stärksten, bekanntesten Mech überhaupt sitzt. This isn't over, Lady Arano. I will find you. And my son will be avenged. Pray that your uncle's soldiers reach you before I do. Ja, unnötiges Drama. Also verständlich, wenn das eigene Kind sowas macht, aber es war ein erwachsenes Kind, es hat seine eigene Entscheidung getroffen. Und wenn man halt für eine Fraktion arbeitet, die Atombomben einsetzt, um Zivilisten, ne, dann sollte man damit rechnen, dass irgendjemand das nicht so toll findet und gegen die vorgeht. Naja, gut. Okay, das war ein Albtraum. Aber ich glaube, wir haben ihn endlich überstanden. Der Locura ist im Sekundärspeicher, das ist der Virus? Ist im Sekundärspeicher in Quarantäne und ich habe das Laufwerk abgeschalten. Er kann uns nicht mehr anhaben, nichts mehr anhaben. Verzeihung, Doktor, der was? Der Schadcode der Nautilus, so nenne ich ihn jetzt, wie den Locura aus Lady Aranos Erzählungen. Er brauchte einen Namen und der schien gut zu passen. Es ist immer super, eine KI einen Namen zu geben. Irgendwelche Einwände? Es ist mir Schnuppe, wie wir ihn nennen, Doktor. Ich möchte nur wissen, wie wir damit fertig werden. Nee, der wird bestimmt noch irgendwie in unserem Zwecke genutzt werden, das Ding. Lasst ihn in Ruhe, das machen wir. Der Sekundärspeicher ist jetzt offiziell tabu. Das bedeutet keine Karten des Sternbundes, keine verborgenen Archive, nichts mehr. Richten Sie von mir aus Warnmechanismen ein, mir egal, solange Sie nicht vergessen, die Finger davon zu lassen. Ich mag Sie deutlich mehr als ihn hier. Sie bewahrt die Dinge wenigstens auf, er sprengt einfach alles. Arschloch. Niemand fasst irgendwas an, sonst bekommen Sie erst mit mir zu tun. Sumire hat recht, dieser ganze Mist ist ein schrecklicher Fehler. Ja, wir sind noch am Leben, Lady Arano. Wir konnten sogar einige Battlemax bergen. Das würde ich als Sieg bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber immerhin lebe ich noch. Sind Sie sicher, dass der Rest der Systeme der Argo gesichert sind, Fahrer? Nee, gesichert ist schon richtig. Und damit meine ich, ob Sie sich wirklich sicher sind. In dem Fall würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich bin mir zu 90%, das ist nicht 100%, dass der Code unsere Treibstoffreserven hochjagen sollte. Wäre er noch aktiv, wäre die Argo inzwischen vermutlich explodiert. Nee. Das hier. Dieser Locura, dieser Code. Was zur Hölle ist er? Es ist ein Forschungsprojekt, glaube ich. Irgendein Experiment. Die Datei befand sich in einem Forschungsarchiv mit der Bezeichnung SDS-M2. Hatte wohl was mit einem älteren Weltraumverteidigungssystem zu tun, das Kriegsschiffe mit Roboterdrohnen bekämpfen sollte. Ja, das ist dann vielleicht eine Weiterentwicklung oder eine Vorstufe von der KI, die man finden kann in MechWarrior 2 oder 3 auf so einem Mond. Da trifft man dann auf Battlemax, die komplett von der KI gesteuert sind. Was verbotene Technologie ist, soweit ich weiß. Ich weiß, es klingt lächerlich, wie eine Geschichte, die man sich in der Peripherie am Lagerfeuer erzählt. Aber das ist alles, was wir haben. Soweit ich das beurteilen kann, haben sie etwas erforscht, das mit Drohnen zu tun hatte. Aber da ging alles schief mit den M2-Modellen. Es muss einen Unfall gegeben haben. Die Drohnen sind außer Kontrolle geraten und haben viele Todesopfer gefordert. Die Wissenschaftler von Nautilus haben den Code auseinandergenommen und wollten herausfinden, was passiert war. Doch aus irgendeinem Grund haben sie die Arbeiten eingestellt, das gesamte Archiv versiegelt und es nie wieder angefasst. Das ist mein bester Erklärungsversuch. Wie gesagt, mir gefiel das Gesamtbild. Im Kernspeicher von Nautilus waren hunderte Versionen der Datei versiegelt und ich habe nur eine davon geöffnet.
Alles in allem war das wohl auch besser so. Ja, jetzt darf ich zwei Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen möchte. Ist immer toll beim Storytelling. Ja, ich werde auf keinen Fall löschen. Erstmal zu den Akten legen. Zum Beispiel, dass wir jetzt gegen die Taurianer kämpfen. Gut, reden wir darüber. Das taten wir vorher schon in den ganzen Random-Missionen, aber gut. Wie zur Hölle ist es dazu gekommen? Okay, ich verstehe, dass wir den Sohn des Kommodore getötet haben, aber Leute sterben jeden Tag. Die meisten Nationen brechen deshalb aber keinen Krieg vom Zaun. Achso, mit wir meint er jetzt die Restauration und nicht unser Mercenary-Band hier. Ich glaube, das Direktorat steckt schon seit langem mit dem Taurus-Konkordat unter einer Decke, Yang. Von dort erhalten sie ihre Waffen. Wenn Schiffe wie die Newgrange seit unserem Sieg auf Valgry Waffen zum Direktorat geschmuggelt haben und die Newgrange ein taurianisches Schiff war, liegt es nahe, dass Espinosa und Protektor Calderon schon seit Kriegsbeginn geheime Geschäfte abwickeln. Das Warum ist gerade nebensächlich. Die Taurianer haben die Restauration soeben den Krieg erklärt und das ändert alles. Alexander, kontaktieren Sie Lady Centrella und berufen Sie einen Kriegsrat ein. Vielleicht kann sie uns dabei helfen, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Und Sie werden ebenfalls teilnehmen, Commander. Berechnen Sie schon mal einen Kurs nach Valdry. Das klingt so unterwürfig, das mag ich nicht. Halten Sie Ihren Rat, aber beeilen Sie sich. Nein, Talana sollte schon dabei sein. Anderen Leuten die Entscheidungen überlassen. Ja, dann halt pumpig. Von einer Eishöhle zur nächsten, kann es kaum erwarten. Sie haben größere Sorgen als das Wetter, Talana, so wie wir alle. Ich muss zu unseren Leuten zurück. Angesichts der taurianischen Kriegsmaschine fürchte ich, dass sich unsere Systeme von uns abwenden werden. Die Gründerhäuser, die wir bereits befreit haben, müssen davon überzeugt werden, dass unsere Sache noch nicht verloren ist. Sind Sie sich da sicher? Ich finde ja, die Lage ist gerade nicht sonderlich rosig. Ich werde einen Ausweg finden, Mr. Betannen. Das schwöre ich beim Namen meines Vaters. Okay. Zum Dank für Ihre Hilfe auf Arthur möchte ich Ihnen diesen Highlander aus der Zeit des Sternenbundes überlassen, Talana. Möge er sie in zukünftigen Schlachten zum Sieg tragen. Jo. Highlander 732B ist ein altes Modell aus den Tagen des Sternbundes. Sein Gauss-Geschütz, yeah, war eine schreckliche Waffe, die ihm gewaltige Durchschlagskraft auf nahezu jede Distanz verlieh. Aber diese Waffen gibt es nicht mehr. Gibt es bald wieder. Und natürlich hat er immer noch die Sprungfähigkeit, für die jemand bekannt war. Ja, ich bin allgemein nicht so ein Fan von Sprungmechs. Wir sind tief im Direktoratsraum, Commander. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Darum sollten wir zurück in die Restauration fliegen. Kommen Sie zu der Navigation, sobald Sie fertig sind. Ja, ich muss erstmal Max angucken. Den Zeus, den Highlander, die ganzen Reparaturen. Wobei, wenn das nicht unsere Max sind, haben wir nichts zu reparieren. 90 Tonner. Schick. Okay. Trebuchet, Quick Draw, das sind 60 Tonner. Nee, ich mag den Trebuchet eigentlich. 50 Tonner Centurion einlagern. Der Zeus 6S ist schneller als jeder andere überschwere Mech. Er verfügt über eine starke Panzerung, aber wenn er auf kurze Distanz kämpfen muss, kann die Situation schnell brenzlig werden. Also ist schnell und lange Strecke, das ist eine gute Kombination. Na gut, schnell mit jedem ist eine gute Kombination. Schnell mit Langstrecke heißt, er kann auf Distanz bleiben und schnell mit Kurzstrecke heißt, er kann schnell in seine Lieblingsdistanz wechseln, also in Nahkampf. So, dann... Ja, dann... Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir als mittelschwere Max die Trebuchets nutzen wollen oder die Highlander. Die Hunchbacks meine ich. Ich denke die Hunchbacks. Ja. Blub. 5 Millionen, sehr schön. Okay, was haben wir? Ist ein bisschen kaputt, hä? Ja.
Wollsten. Ach du Kacke. Das dauert eine Weile. Ja, null Bewaffnung, null gar nichts. Was hätten wir denn gerne? Du kannst noch ziemlich viele Tonnen reinpacken. Dann nimm noch mal eine AK. Was bist du überhaupt, ein Jägermech? Ja, du bist Dacker, 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 Dacker. Dann hier AK-10. AK-10. AK-5. AK... Oh, nee, das geht nicht. Die sind eher für Langstrecke. Nee. Hier einen M-Laser. Ach, die guten M-Laser bewahre ich mir auf für den Zeus oder den anderen. Den noch. Wir brauchen Wärmetauscher. Panzerung. Ja. Das sieht aber irgendwie mau aus, muss ich gestehen. 2 AKC, 2 M-Laser. Nimm hier Rückenpanzerung raus. Weil so häufig schießen uns keiner in den Rücken. So. Dann haben wir jetzt. So wie gar nichts. Halbe Tonne. Und wir haben noch keine Munition. Ja. Eigentlich bauen die AK-10s doch fast keine Wärme auf, oder? Wärme 12. Und die M-Laser? Auch Wärme 12. Ich glaube, das ist trotzdem so okay. 1,5 Tonnen Munition. AK-10 Munition. Das haut alles hinten und vorne hin. Nochmal AK-10-Munition. Ich glaube, ich habe es mit der Panzerung übertrieben, oder? Na gut, machen wir es so. 18 Tage. Log and note. Shouldn't be too hard. So, Orion. Kann einfach repariert werden. So, hier, Highlander. Das ist ab sofort Talanas Mac. Der Zeus gehört ihrer rechten Hand. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Auch ein Tank. Pilot, meine ich. So, was haben wir da drin? Wir haben Sprungdüsen, wir haben Gauss-Geschütz, wir haben Gauss-Munition, drei mittlere Laser, eine LSR, eine KSR. Das ist ein super Omnimac. Trotzdem baue ich den um. Da wir jetzt hier eh recht lange fliegen werden, sollte das okay sein mit Umbauarbeiten. So, Sprungdüse raus. Sprungdüse raus, haben wir 6 Tonnen für bekommen. Also wir können Panzerung weiter aufbauen. Haben wir noch Waffenslots über? Wir könnten den Wärmetauscher hier rausnehmen, da reinstopfen. Dann hätten wir hier noch 3 Nahkampfdinger. Ich werde mit denen nicht in Nahkampf gehen. Ne? Also... Schwerere Bewaffnung. Schwerer als ein Gauss-Geschütz. Hier, die Laser. Wir haben 2 gute Laser. Das heißt, die kommen raus. Die kommen rein. Es gibt keine KSR-8 bisher. Nein. Das ist schon plus plus. Oh, plus plus plus. Nein, unsere Anführerin wird gar nicht bevorzugt. Überhaupt nicht. Wie schaut's aus mit Kopfgedöns und so? Gut. Komm-System. Wo kommt das rein? Kann man es irgendwo sehen? Ist auch ein Cockpit-Mod. Nee, achso, das ist der Cockpit-Mod. Hersteller Star Corps, Comm-System aufgewendet.
Aufgewertete Kommunikation kann nicht eingeführt werden. Das ist hervorgehoben, ne? Ja. Geht nur da rein. Nee, ich hätte lieber gerne eine Headshot-Resistenz, nachdem wir da so einen überschweren Mech vor kurzem geheadshottet haben. Hitzeeffizient ist super. Brauchen wir auf keinen Fall was. Center Torso noch irgendwas über? Nö. Okay, dann einfach alles auf Panzerung. Bam, 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 bam. Und wir haben immer noch eine Tonne über. Früher konnte man den Reaktor noch aufstufen, dass man höhere Höchstgeschwindigkeit erreichen konnte und ähnliches, aber es geht hier leider nicht. Vielleicht mit diversen Add-ons. Bei der ersten Komponente handelt es sich um EMG für das elektronische Gegenmaßnahme. Steht EMG, er schafft ein Feld um die Einheit, wodurch Gegner daran gehindert werden, ihn als Ziel aufzufassen. Okay. Das ist das Tutorial dafür, aber wie kriege ich sowas? Egal. Das dauert nur 4 Tage und wir haben halt Tonnage über, es ist halt so. Sobald wir vielleicht... Oh, ich könnte hier einen schweren Laser reinpacken. Ich könnte eine PPK reinpacken. Nimm mal hier hinten ein bisschen was raus. Ein PPK ist mehr als 3 Tonnen. Das sind 6 Tonnen oder so. 7 Tonnen. Na, gut geraten. Trotzdem kann ich hier noch... Na, ist ein bisschen viel. Bin da auf 70 runter und da auf 180. Gehen wir hier von 170 und 170. Kopf auf keinen Fall. Die Arme können runter. Nicht der Arm im Gaussgeschütz. So, wir sind bei 5 Tonnen. Wir brauchen noch 2 Tonnen. Wir brauchen normalerweise nicht so viel LSR-Munition. Und ein Wärmetauscher kann raus. Sind immer noch sehr gut. Das wird sich gleich ändern, sobald die PK drin ist. Bam. Ja. So haben wir jetzt 2 extreme Langstrecken. Du bist gar nicht mehr so langstreckig, du PPK. Das habe ich anders in Erinnerung. Und auch das Gaussgeschütz hat nur 660 Meter. Das war auch mal länger. Hat allerdings auch eine Mindestaufschaltung. Das Ding nicht. Ja, so gefällt mir das. Bestätigen. Bestätigen. Und dann das Ding hier auch nach oben packen. Damit wir nicht hinter dem Jägermech stehen. Okay. Ich denke, da sind wir hier so weit durch. Und gehen als nächstes zu unserem Piloten und checken da mal durch.